Sie kam, sie sah, sie siegte. Ich kann nicht mehr. Ja, ich weiß. Hör auf damit zu lügen. Ich lüge nicht. Du lügst wie gedruckt. Was? Hä? Was? Hä? Ja, er hat eine Freundin zu Hause, hat er gesagt. Kannst du dir noch was mit dir vorstellen? Nein. Tschüss. 3 Jahre meines Lebens habe ich in die Tonne gekloppt mit der Alten. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Ex on the Beach Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu der 5. Folge. Und damit haben wir einfach schon wieder fast Halbzeit. Richtig krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ganz kurz fassen wir natürlich zusammen, was in der letzten Folge passiert ist. Eine Person, die hatte ganz besonders großen Hunger, und zwar Dominik. Der wollte hier wirklich eine nach der anderen auffressen. Also zuerst Chiara, dann Carina und dann sogar Paulina. Ich würde dich auffressen. Selbe habe ich dir auch gesagt. Hast du mir vorhin da erzählt, ja? Habe ich dir auch gesagt. Dankeschön. Würde dich auffressen. Ach echt? Ja, der Dominik hat mich gestern Abend so ein bisschen angegraben. Ich fand ich irgendwie komisch. Das Ganze hatte aber nicht so gut funktioniert, also ist dann auch ordentlich nach hinten losgegangen. Aber wie kannst du denn? Ganz ehrlich. Das warte, hast du sogar gesagt? Hast du gerade Carina gesagt? Oh mein Gott. Ich bin gespannt, ob sich sein Hunger heute, wie sagt man, sättigen wird oder ob er hungrig bleibt. Geendet hatte die letzte Folge ja damit, dass sie wieder beim Strand waren und eine neue Person dazukommen wird. Eine weibliche Person, das wissen wir schon. Wer es genau sein wird, das erfahren wir jetzt. Die ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit der Reaction und damit let's go. Es ist deine, Bro. Sie hat asiatische Züge. Es ist deine. Es ist deine. Safe. Nein. Doch, doch. Sie hat asiatische. Ich sehe das doch von mir. Nein, Bro. Ich bin Gabriela, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin die Ex vom Skelchen. Ihr kennt ihn aber wahrscheinlich unter dem Kimi. Ich wollte gerade schon sagen, von wem? Er ist aber nicht mehr der Kimi, der damals war. Dir brauche ich gar nicht Hallo sagen, weil für mich bist du ein Loch und ein Boy. Du ein Loch und ein Boy. Sie will Krieg, sie kann sie graben. Hi. Gabriela. Gabriela. Was eine wow. Begrüßung. Warum will ich noch? Du weißt ganz genau, was du gemacht hast. Was denn? Mit der fetten Kuh. Just give me that. In Kosovo. Mit meiner alten besten Freundin. Was habe ich denn gemacht? Ich habe mitbekommen, dass... Da wird die alte beste Freundin sich aber sehr freuen, wenn sie das hier hört, dass sie eine fette Kuh ist. Ich glaube, die sind wohl nicht mehr befreundet. Ich habe mitbekommen, dass du sie gekriegt hast. Stimmt das? Eine fette Kuh ist es nicht. Jeder ist irgendwie auf eine Art attraktiv. Fett, also das achso, ist richtig. Ich dachte fett. Ein bisschen so shaming, würde ich sagen. Ich habe dir selber gesagt, das stimmt nicht. Ich war mit dir feiern, das stimmt. Das war einfach ein dummer Zufall. Ich meine, es gibt solche Zufälle. Was, mein Gott. Jetzt chill doch mal. Aber Rech. Wie konntest du mit dieser fetten Kuh hab ich irgendwas nicht. Machen? Hab ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer die fette Kuh ist. Aber irgendwie muss die fette Kuh sie ja beschäftigen. Ja. Ich werd später, wir werden später noch mal in Ruhe reden. Du kriegst noch dein Fett weg, glaub mir. Also ich hab... Ja, wo wir wieder bei ihr wisst schon wem wären. Davon will ich noch mehr sehen. Deshalb schicke ich dich und deinen Ex Kimi jetzt gemeinsam auf ein Date. Mich hat's nicht gewundert, dass das macht du hier Luciano da so eigentlich. Da haben wir uns auch geküsst? Haben wir uns nicht geküsst, nein. Marotte, was redest du? Das stimmt alles nicht. 10 Minuten später hast du eine im Bett gehabt. Nein, nein. Und die, mit der habe ich doch gesprochen und nein. Die hat mir alles bestätigt. Sie sagt immer noch A, ich sag B. Okay, nenn mir den Namen. Lisa. Ich hatte was mit einer Lisa, aber nicht an dem Tag. Kimi. Guck mal, ich sag dir ehrlich, nach der Beziehung... Ich kann nicht mehr. Guck mal, ja, ich weiß. Hör auf damit zu lügen. Ich lüge nicht. Du lügst wie gedruckt. Ich will einfach das... Boah, also die ist ja wirklich maximal getriggert. Ey, da habe ich wirklich Angst, dass der gleich irgendwie da irgendwie mehr liegt oder so und dann gar nicht mehr zurückkommt. Kimi wollte aufstehen, weil wir haben so am Anfang gesagt, da kommen wir... Du kannst gleich mal sitzen bleiben. Bleib sitzen, du bist der übelste... Boy, geh weg von mir! Und dann, du hast dich mit der fetten, mit der fetten Kuh! Hast mich betrogen! Also auf die freue ich mich ja sehr, die ist wirklich eine Explosion. Die hat den ja anscheinend richtig zur Sau gemacht da unten am Strand gerade. Sie ist ja, so ungefähr kann man sagen. Sich, Dominik ist hin und weg von Gabriela. Ja, ich glaube, die hat seinen Appetit auf jeden Fall schon ziemlich angeregt. Um nicht zu sagen, vielleicht auch
erregt. Gabriella Dominik, wie klingt das? Gehst du auf Attacke bei dir? Bruder, ich muss. Ich würde sagen, Freunde, wir schalten noch mal ganz kurz rüber auf unser Dramaboot. Ich will gar nicht mehr mit dir diskutieren. Ja. Mit dir geht's gar nicht zu reden. Mit dir kann man nicht diskutieren. Das Ding ist, die Leute kennen dich noch nicht. Warum dann ist das nicht normal. Ich nie mit jemand, ne? Ja, Gab, hör mir auf. Du bist die Drama-Queen schlechthin. Das wissen wir beide. Das stimmt gar das nicht. Ohne Scheiß, aber. Das stimmt gar nicht. Wissen wir beide. Du warst der Teufel. Das weißt du selber. Das ist schon wirklich krass, wie sie sich da reinsteigert, ne? Wie man ihr das auch anmerkt. Also bei dem Gesichtsausdruck, da ist wirklich alles kurz vor Explosion. Aber sowas von. Ey, gönnt euch mal, wie viele Leute auf diesem Boot sind. Und die sitzen da oben und streiten so übelst krass rum. Und da unten ist alles so voller Leute. Und hier kommt der Mann kommt mit den größten Kokosnüssen von Mexiko. Wo lang? Aber irgendwie weiß er nicht, wohin damit. Einfach verlaufen. Ich bin grad unsicher. Leute, bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig, Leute? Guck mal bitte ganz gut. Frische Kokosnuss für die Lady! Wer ist das? Wo ist er denn? Alter, was? Was? Es ist der Typ aus der Kokosnusswerbung. Ich bin Maurice, 27 Jahre alt und ein sympathischer, humorvoller F***er. Oh, yeah. So stand es auch in seiner Bewerbungsmail. Ihr seid anscheinend schon Couple, ja? Nein, wir sind kein Couple. Er hat vorgestern noch was anderes gehabt. Also, wir sind. Wenn sie das jetzt wieder direkt raushaut, ne, dann wird es aber auch irgendwie unangenehm. Kein Couple. Ja, natürlich fände ich es jetzt irgendwie lustig, wenn es das Couple jetzt zersprengt. Also, da muss ich euch auch gar nichts vormachen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei denen weitergeht. Nein, ey, Gelb, jetzt, guck mal, bitte. Nein, ich meine es halt komplett ernst, wirklich. Ich will nicht streiten. Jetzt tust du mir leid, ich meine es komplett ernst. Der Gesichtsausdruck schon, den man da gerade von ihr gesehen hat, der sagt einfach mehr aus als 1000 Worte. Also, ich glaube, für die bestätigt sich gerade alles, was Dominik und Johnny vorhin erzählt haben. Also bei euch gibt's kein Comeback. Gar nicht. Oh mein Gott, das war davor nicht, bevor wir uns gesehen haben und auch jetzt nicht. Der jetzt eh seine Freundin da. Vor dieser ganzen Sache mit Ex on the Beach. Ja? Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Ja. Ein reifes Mädchen. Hast und du weißt du, was Eltern ist? Ja, hab ich. Sie kennen sie, sie war sogar schon bei mir. Ich verstehe mich so gut mit ihr. Ich fühle mich so gut mit ihr. Ich weiß, was das für eine super, was für eine Warum gute Person. Warum gehst du denn her? Lass mich doch reden. Was? Hä? Was? Hä? Ja, er hat eine Freundin zu Hause, hat er gesagt. Die hat schon, auch schon die Eltern kennengelernt und wusstet ihr das nicht? Was? Ja. Stimmt, da war ja noch was, ne? Das müssen wir echt noch erfahren. Was macht der eigentlich hier? Ich glaube, der hat sich wirklich einfach in der falschen Show angemeldet. Er hat eine Freundin zu Hause. Also, ich mag Kimi wirklich sehr, aber ich glaube, dass er zu Hause eine Freundin hat, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ey, aber eine Sache ist schon, dass ich unterbreche, Bro. Hast du eine ganz Freundin? Gut. Sie sagt gerade, du hast eine Freundin. Nein. Das, guck mal, da fängt schon an. Ich sag's euch ehrlich, vor Ex on the Beach, ich habe eine kennengelernt, okay? Und ich sag's euch ehrlich, es hat wirklich krass mit der gevibed. Es ist keine lange Zeit, aber wir sind in so einer Kennenlernphase gerade. Zusammen. Wir sind nicht zusammen, wir sind in einer Kennenlernphase. Ich habe nicht das Gefühl, dass du gerade lügst. Ich glaube dir gerade, was du sagst. Nur damit du es weißt. Er ist halt ein sehr ruhiger Mensch und das erwartet man nicht von ihm. Das ist das immer. Stille Wasser sind tief. Ja. Das ist das Schlimmste. Wenn er auf ein Ding beharrt, auf seine Antwort, er tut alle umdrehen, dass die auch seine Antwort glauben. Was haben denn die Er tut alle umdrehen, damit die auch seine Antwort glauben. Okay. Okay. Für mich, ja? Und das weiß ich auch. Okay. Einfach, Bruder, du siehst dieses Toxic, das merkt ihr. Also wenn man ein Buch schreiben würde mit unseren Streitigkeiten, mit unserem ganzen Beef, also das wird so ein dickes Buch sein. Also es war wirklich, wir haben so oft am Ende gestritten. Kannst du dir noch was mit dir vorstellen? Nein. Tschüss. 3 Jahre meines Lebens habe ich in die Tonne gekloppt mit der Alten. Oh Mann. Geil, ey, wie er das gerade gesagt hat, ja. Wirklich. Wie aus dem Buche, aus dem so dicken Buch, könnte man sagen. Der nächste Freund von Gabriela, Bruder, wenn du das siehst in ein paar Jahren, oder keine Ahnung, du bist gefickt, Kollege, du bist gefickt. Trenn dich, Brudi, renn. Ich dachte am Anfang, das ist nichts gegen dich, ist, ja. Ist ein Kompliment. So. Ich dachte am Anfang, echt, du bist meine Ex. Ja. Und ich habe jedem gesagt, ey, die ist echt mein Typ, find sie mega hot, mega heiß.
wenn du richtig echt noch zum Reinbeißen, hängst, oder? Aber ganz kurz, nur 3 Jahre ist eine lange Zeit. Aber es ist sehr viel. Ich hatte selbst 5 Jahre in der Beziehung, ich weiß. Ja, ja, aber wenn du offen für Neues bist, dann bin ich auch offen dafür, dich kennenzulernen. Er gibt sich extrem viel Mühe. Ich finde die echt so geil, ey. Uff. Sind beide deine Eltern Brasilianer? Mein Papa ist ja jugo-ungarisch-deutsch. Ungarisch? Ja. Ich habe auch ungarische Wurzeln. Mein Papa auch. Aber was soll ich machen, Mann? Ich finde die so geil. Ich sag dir auch ehrlich, ich fühle mich auch mehr brasilianisch so. Ja, klar. Weil ich halt mehr mit der Kultur aufgewachsen bin. Boah, ich kann echt nicht genug bekommen von der. Natürlich fühlst du dich mehr brasilianisch. Ey, das können wir hier alle nachvollziehen. Wie er das gerade gesagt hat. Mit mir Dominik aktuell. Ich glaube halt, er wünscht sich jetzt noch mehr Offensive von mir. Aber er ist auch viel mit Gabi unterwegs. Es war so, wir waren im Club, im Liv Stuttgart. Ich sag sogar, wo wir waren. So, ich war neben der Lounge mit meiner guten Freundin, die wirklich ein anständiges Mädchen ist, super Mädchen. Er hat die ganze Zeit vor meinen Treppen getanzt. Ich hab getanzt und die ist so, was ist daran schlimm, wir sind beide Single. So, erste Aktion von ihr, sie geht zu meiner Freundin. Ich sehe so nur, wie meine Freundin nach vorne fällt auf unseren Tisch. Die Getränke fallen um, sie hat einen Schlag abbekommen. So, ein Schlag, und dann, ein Schlag, darf ich, das war so. Man merkt, die ist echt aus Brasilien und das macht mich echt sehr, sehr scharf. Warum muss man... Oh Mann, ey, ich glaube, Dominik, der würde sich auch gerne mal einfach von ihr über den Tisch schlagen lassen. Vor einer Person hingehen und provozieren. Erzähl weiter, ich soll. Nein, unerfänglich. Und dann war es so, wir sind dann zur Tanzfläche gegangen. Wir weichen immer wieder aus, sie immer so hinterher. Und das dann, nicht, warte, das so, nicht. Weil das so. Nicht. Auch wenn du so schreist, finde ich dich einfach so ultra hot. Und jetzt sieh mir nichts aus. Und jetzt, warte. Ich liebe solche Frauen. Boah, das macht mich so an. Aber was denkt ihr? Ist sie wirklich so unschuldig? Ist er der Böse? Oder, weil, also ich sag euch mal ganz ehrlich, ne, mein Gefühl sagt mir schon, da ist schon, ja, da ist schon so irgendwie schon so auch was Toxisches dabei. Zumindest nehme ich so wahr. Das wird Dominik zum Glück mal für uns austesten, glaube ich. Ich bin auf Roman zugekommen, weil Carina und ich waren zusammen duschen. Und da hat sie mir erzählt, dass Roman gemeint hat, ganz ehrlich, ich würde die Lisa poppen und dann einfach stehen lassen wollen. Oh, das hat, ich weiß nicht, ob ich das vorhin reingeschnitten habe oder nicht. Das hat er ja nur aus Spaß gemeint. Also er meinte halt schon, er würde mit ihr, ja, aber das mit dem und dann einfach liegen lassen oder so, das war halt offensichtlich ein Spaß. Aber wenn man Feuer legen will, dann kann man es natürlich auch genauso weitererzählen. Hören wir noch mal rein. Ja, hören wir noch mal aber rein. Würdest du mit ihr bumsen? Ja, safe. Auch mit Liebe? Langsam. Nee, ich würde sie einfach wegflanken und dann liegen lassen. Nein, Spaß, hör auf. Spaß, ja, da war das Wörtchen doch. Ich habe gehört, dass du gesagt hast, während ich rauchen war. Dass sie fertig mit dir bin, ja. Nee, dass du gesagt hast, ganz ehrlich, ich würde sie poppen. Ja. Und danach will ich sie stehen lassen. Öl liegen lassen. Nicht stehen lassen, ich habe gesagt, ich würde sie poppen. So, also, was brauchst du halt genau rein körperlich, ich habe gesagt, rein körperlich würde ich dich poppen, aber sonst nichts mehr. Hey, hör mir auf. Ich war dabei. Ich habe dich gefragt, geht da noch was? Und ja. Hast du mir gesagt, gefühlstechnisch lässt du mich kalt. Rein körperlich würde ich dich poppen, aber gefühlstechnisch no. Was geht? Ja, okay, du hast gehört, dass ich gesagt habe, ich würde dich poppen und liegen lassen. Ja, genau. Und darauf wollte ich dich ansprechen. Habe ich nicht so gesagt. Nicht 1:1 so. Im Endeffekt hast du zu mir gesagt, ich popp dich und du bist geil, aber im Endeffekt bist du mir ganz egal. Puh. Also bitte. Ich bin doch gar nicht der Bisser in dieser ganzen Geschichte. Ich bin so ehrlich und alles Mögliche. Nee, ich würde es einfach wegflanken und dann liegen lassen. Und liegen lassen, das hast du jetzt nicht gesagt, Alter. Es sollte wohl ein Scherz werden, der aber nicht so richtig gezündet hat. So, jetzt macht euch bereit für die Flirt-Skills. Noch nie. Muss auf jeden Fall mal machen. Boah, ey, dieses Mädchen. So, Gabriela wird auf jeden Fall bei mir pennen oben. Da irgendwo penne ich. Ich bin einfach froh, wenn ich irgendwie schlafen kann, ich sag dir ehrlich. Ja, ich hab mir sagen lassen, neben Dominik, ne, da schläft sich's natürlich besonders gut, oder nicht? Wir werden auf jeden Fall noch knuddeln, ey. Ich werde mir aber nicht zu viel vornehmen, ey, die ist auch erst ein paar Stunden da drinnen. Ich bin heute, wie gesagt, kuschelwürdig. Ich friere die ganze Zeit, die ganze, immer. Ich bin ganz warm, immer. Ich werde dich knuddeln. Kein Grund. Oh.
Oh. Das kam jetzt aber schon sehr random. Das ist zu alles früh. Gut. Ich glaube, da muss so der passende Moment kommen, dass man sich küsst und nicht einfach so. Da wird sich auf jeden Fall mehr entwickeln zwischen uns beiden, da bin ich mir sicher. Das hat er doch letztes Mal auch über Carina gesagt, oder? Laut Carina habe ich erzählt, ich würde meine Ex ballern, aber links liegen lassen. Hat sie mir auch erzählt, ja. Hat sie dir erzählt? Ja. Auch? Okay. Krass. Ich war zu Carina immer ganz ehrlich und lieb zu ihr. Dass sie zu guten ihr Morgen. Mehr deswegen... Guten Morgen, hast du auch endlich mal gecheckt? Ja, dass aber, sie zu 100% ja, komm, ist. Das ist jetzt von mir. Ja, aber... Ich war immer real zu ihr und korrekt ja, zu ihr. Aber auf kannst du dich verlassen. Nee, was soll die Sekunde? Ist ja doch mal pure. Bitte, ich will dir einen Zaubertrick zeigen. Nee, ich bin Fashion Film. Was willst du mir für einen Zaubertrick zeigen? Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Yassin Mohamed beim Zirkus Houdini. Hier bin ich, da ist die Decke. Hier bin ich, da ist die Decke. Ich bin hier, da ist die Decke. Decke ist da, ich bin hier. Wo bin ich? Schon cool, oder? Den Trick hatten auch die Ehrlich Brothers im Programm, als sie 4 waren. Nimm die, Alter, küss die. Wenn du die heute nicht küsst, dann bin ich sauer. Der Moment muss auch irgendwie passen. Deswegen, ich brauche ein Date mit dir. Das hat er jetzt auch mal rausgefunden. Also der Moment soll so der erste Kuss soll ein Moment sein. So. Ja, ich will dem Ganzen nachgehen. Zu guter Letzt haben wir natürlich wieder 3 Personen hier am Strand. Wer reinkommt, erfahren wir sowieso wieder nicht mehr. Deswegen könnt ihr natürlich gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. War eine geile Folge und... Nächstes Mal gibt's Beef. So viel nehme ich mal vorweg. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns natürlich auch morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao. Bussi nur.